Willkommen in Narnia. Jungs, weiter. Hallöchen und herzlich willkommen in Finchys Welt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich nehme euch diesmal mit zu einem anderen Rundweg, wo ich momentan ziemlich gerne gehe. Was nicht daran liegt, dass hier irgendwie die Pokémon-Server besonders stabil sind oder was auch immer. Das liegt daran, dass ich einfach sehr gerne hier lang gehe, weil das ein Weg ist, den, glaube ich, fast niemand geht, was man an Folgendem sieht. Guckt euch das mal an. Kann man das erkennen, wenn ich hier so gehe? Hier ist Wiese auf dem Boden. Das ist normalerweise bei so Trampelfaden, wo die Leute häufiger langlatschen, beziehungsweise die halt jeder kennt. Da ist das nicht mehr so der Fall. Dann hat man den Weg irgendwie vermatscht und abgelatscht und keine Ahnung. Da diesen Weg hier aber, wie gesagt, fast niemand benutzt. Ich glaube, kennen tun den sehr viele, aber es nutzt den niemand. Deswegen ist das hier so schön. Und ich gehe hier deswegen gern, weil, das könnt ihr gleich noch sehen, es sieht einfach total mega cool aus. Ich habe ja vor kurzem, waren wir hier mit, war ich hier mit meiner Frau und meiner Tochter und den Hunden natürlich. Und dann sind die so vorgegangen und das Wetter war so ein bisschen, ich sag mal so wie jetzt. Also so natürlich Sonne, es war ein bisschen windig auch. Es war nicht so warm und dann sind die beide vorne weggegangen. Ich hatte beide Hunde und das sah so cool aus. Hier ist es richtig so. Ich dachte, wenn das jetzt mit einer guten Kamera machen könnte, dann habe ich mir gedacht, ach komm, versuch mal mit dem Handy was draus zu machen. Und tatsächlich, selbst das hat irgendwie geklappt. Das war auf jeden Fall ziemlich grandios. Guckt euch das mal an, wo man hier lang geht. Ich mag sowas total gerne, weil halt wie gesagt, der Hauptgrund, hier geht niemand, außer ich. Pass auf, und jetzt, wo ich jetzt zum ersten Mal filme und komme in die Ecke, kommt mir einer entgegen gleich wahrscheinlich und denkt sich, Spinner, was ist da hinten los? Okay. Willkommen in Narnia. Quatsch, nicht Narnia, im Auenland. Natürlich, das sieht voll aus hier wie im Auenland. Zumindest hat das jemand auch kommentiert, glaube ich, bei dem Foto, was ich da gemacht habe. Habe ich natürlich bei Facebook hochgeladen und so. Geil, ich komme hier nicht aus dem Schwärmen heraus. Was ist denn da los jetzt da oben? Ich glaube, ihr habt gerade meinen Hund beim Kacken gesehen. Kann das sein? Die Idylle zerstört. Was ist doch? Was fliegt denn? Man weiß es nicht, was das ist. Jungs, es ist jetzt gut. Richt euch ab. Beruhigt dich. Jetzt haben sie sich wieder vollkommen verheddert hier vorne. Ey. Was ist denn das für ein Ding? Ich sehe aber auch nichts hier. Naja, zweiter Vorteil dieser Strecke hier ist, abgesehen davon, dass hier nichts los ist und es hier voll schön ist, dass hier natürlich auch mein Handy vollen Internetempfang hat. Okay, jetzt vielleicht kann ich hier was sehen. Ein Sägeflieger mit Motor, wie langweilig ist das denn? Achtung, so. Ja, guckt es euch einfach an. Guckt es euch einfach an. Ist das nicht der Hammer? Ja, schön, ich mag das, wie gesagt. Ja, ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich hinten über die Wiese nachher nach oben gehe. Ich filme aber, glaube ich, da vorne jetzt gleich noch mal kurz. Guckt noch mal kurz auf mein Handy, sodass die Tastensperre nicht reingeht. Weil sonst zählt ja mein Schrittzähler da nicht, beziehungsweise mein GPS zählt da nicht mehr weiter. Und dann zeige ich euch das hier einfach mal immer weiter. Boah, ich kann momentan so viel Unsinn reden, das ist unglaublich. Vor allem Unsinn am laufenden Band. Und immer wieder das Gleiche. Macht aber nichts. Das tue ich gerne für euch, für mich. Dennis, was hast du gefunden? Was hast du gesehen? Was habt ihr? Dennis, hallo. Bin ich wirklich gespannt, wie das aussah mit dem Weitwinkel. Weiter, Jungs, hier gibt es nichts zu sehen. Kühe! Bis gleich. Tschüss!
Ja, ich wollte gerade für euch einen Vogel filmen, nämlich wie immer nicht irgendein Vogel. Wir haben hier ja sehr viele Raubvögel bei uns, das heißt sehr viele. Wahrscheinlich wie überall, wo so Wald und Felder und sowas ist, sprich auf dem Land, hat man die quasi überall, irgendwie so Habicht, Bussard. Wie gesagt, wir haben sogar hier jede Menge Falkner in der Gegend leben, die schon mal die Falken fliegen lassen. Natürlich fliegen die nicht wild, sondern die sind halt dann von dieser Falknerei und wie auch immer. Ich wollte das gerade filmen, denn er flog hier so cool über die Bäume drüber da. Allerdings mit der Allegria kann man das vollkommen vergessen. Denn ja, ich habe halt keinen richtigen Zoom. Ich meine, klar kann ich hier einmal diesen digitalen... Jungs, es geht! Ich überhole ihn. Natürlich kann ich einmal diesen digitalen Zoom machen. Dennis, jetzt sag mal, willst du mich verarschen? Aber das bringt halt nichts. Ich meine, dann kann ich natürlich, bin ich ein bisschen näher. Aber das ist ja nur digital. Das heißt, die Qualität lässt dann nach. Und dann nochmal nachher im Programm nachzoomen, dann sieht man gar nichts mehr. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich die Videos, also die Aufnahmen mal einblenden irgendwie. Vielleicht jetzt gerade, wer weiß. Aber ich glaube nicht, dass man da viel erkennen kann. Schade, denn ich hätte gerne diesen Raubvogel da mal näher betrachtet. Och, guck, was ist denn hier los, ey? Ist euch wieder zu warm? Ich habe gerade nebenbei ein, Ei ausgebraten, hätte ich fast gesagt. Ein Ei ausgebrütet. Ein Pokémon-Ei natürlich nur. Es war ein Myrapla. Ein 5 Kilometer Ei, und was kriege ich? Ein scheiß Myrapla. Was jetzt nicht schlecht ist, denn ich habe zwar schon ein Myrapla, ich habe auch schon ein Duflor und auch schon ein Giflor. Sprich alle Entwicklungsformen. Aber ich hätte gerne ein sehr starkes Giflor. Ich habe nämlich damals mal ein Myrapla gefunden oder gefangen oder gebrütet, ich weiß es nicht mehr, mit 400 irgendwas. Das habe ich entwickelt zu einem Duflor mit 800 irgendwas, habe ein Giflor gefangen mit 900 irgendwas und jetzt habe ich ein Myrapla mit fast 700 Punkten. Das heißt, wenn ich das jetzt entwickle, dann wird das nochmal stärker als das Duflor, was ich schon habe. Und wenn ich das dann entwickle, wird es natürlich ein mega Giflor. Problem ist nur, wenn ich jetzt noch weiter spiele und diese Bonbons wieder farme, irgendwann finde ich wahrscheinlich ein Myrapla, was dann, wo das Myrapla, die Grundform quasi schon fast 1000 ist oder so. Das heißt, das ist ein Teufelskreis. Ich komme nie auf mein starkes Giflor. Wie auch immer, Pokémon Go, unglaublich. Ich spiele es nicht mehr so hart wie, zu Beginn oder vor ein paar Wochen, aber ich habe mich jetzt aufs Eier ausbrüten spezialisiert, wenn man so möchte. Ich habe ein bisschen was wieder an Kohle reingesteckt, ein paar Euro, und habe mir so ein paar Brutkästen da geholt. Ich habe gerade aktuell 8 Eier gleichzeitig, die ich ausbrüte, davon ein 10 Kilometer Ei wieder mal. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Naja, wir werden sehen. So, ich gehe gerade wieder diesen Weg hier hoch, werde jetzt gleich die Aufnahme mal stoppen. Ach, wobei, laufe ich halt noch ein bisschen hin und her, macht ja nichts. Denn ich möchte gerne hier noch ein bisschen filmen, weil das hier wirklich sehr schön ist. Ich kann gerade nicht sehen, weil die Sonne mich so blendet, trotz Sonnenbrille, ob da vorne jemand kommt. Nein, ich glaube nicht. Guckt es euch an. Dennis, kriegst du doch eh nicht. Nein, falsch rum, Jungs. So, und das hier, das finde ich einfach so cool, wenn man hier hochkommt und sieht dann diesen mit Gras bewachsenen Hügel, die Hügelgräber, wenn man so möchte. Ach, ich rede eine Scheiße, das ist ja unfassbar. Mir fällt aber auch jetzt tatsächlich nichts mehr ein. Reicht doch für diesen Vlog wieder mal ein bisschen Nonsens mit mir unterwegs. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn mir noch was einfällt, dann seht ihr das. Bis dann, tschüss.